Moin, liebe Top-Familie daraus und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir reagieren auf die zweite Folge von School Mysteries 2.0. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gab School Mysteries 1.0 und jetzt gibt es 2.0, wo ich eine Synchronsprecherrolle in einem Projekt von One Xotic spreche. One Xotic kenne ich jetzt schon ein paar Jahre und ich spreche hier den Herrn Wühne. Auch hier im Titel triggert es mich wieder, dass diese Striche nicht korrekt gesetzt sind. Hier sieht es für mich wie ein Leerzeichen aus. Hier sind aber zwei, habe ich das Gefühl. Und hier ist keiner nach der Null. Also kannst du das vielleicht bitte nochmal bearbeiten? Bitte. Bitte. Das kannst du ja so bearbeiten. Ansonsten habe ich ja in der letzten Folge gesagt, falls ihr die Reaction noch nicht gesehen habt, unbedingt erstmal reinschauen. Weil wir haben schon auf Folge 1 reagiert. Der Ton ist so ein bisschen leise, finde ich. Zum Ende hin war es ein bisschen besser. Musik manchmal zu laut, je nachdem, wie das abgemischt ist und welche Stellen gefühlt hat die Hälfte des Videos ein bisschen die Musik eingenommen, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Folge mit dem Titel Er hat Lungenkrebs. Auch für alle hier wieder gerade die Info, mein Fenster ist auf, ich sitze direkt am Fenster. Das bedeutet, dadurch, dass Noise Gate natürlich aktiviert ist, hört ihr draußen auch Straßengeräusche. Deswegen bitte nicht wundern, auch jetzt schon, weil ihr werdet so, ja, ein Rausch nicht, aber ihr werdet halt so Straßengeräusche leicht im Hintergrund mit wahrnehmen, während ich hier gerade spreche. Nun denn, ihr könnt schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, unten in der Beschreibung sind die ganzen Sachen verlinkt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, gucken wir rein. Wir beginnen hier wieder mit dem Intro. In der Zeit habe ich immer ganz kurz Zeit, was zu checken auf meinem Handy. Ich bin Herr Wühne, der stellvertretende Schulleiter. Wow. Ich wollte nur fragen, welche Fächer Sie unterrichten. Leider alle. Hey, das war das Letzte, was als Letztes geschah? Okay. Hey, Jay, lass mal einen ultimativen Prank an Herr Wühne machen. Ja, der Trottel wird nichts checken. Ey, die wollen mich pranken? Frechheit. Okay, das war gerade sehr laut. Ich muss ja auch gucken, wie ich das hier alles abmix. Die Musik vom Intro finde ich cool. Ich hätte so einen Sidewalk gefeiert. Nur wenn einer so von links nach rechts geht. So Michael Jackson-mäßig. Wenn ihr auch auf die Folgen klickt, dann seht ihr auch immer noch mal, welche Leute hier mitsprechen. Dann seht ihr das da auch immer noch mal. Los, komm, sprich sie an. Ah, das sind seine eigenen Gedanken. Guck mal, Theo, was ich da habe. Ja, toll. Ich wollte mich da jetzt pranken. Warum ist da ein Loch in der Minecraft-Welt? Also nicht, dass ihr euch wundert, die Rottler sind in der Folge drin. Also das ist nicht von mir oder so. Oh, ja, das haben wir schon gesehen, was als nächstes passiert. Also in der Folge, was hier passiert. Gutes Telefon. Hallo, Herr Hausarzt. Mir geht es nicht so gut. Kann ich eben vorbeikommen? Ah, okay. Johannes? Johannes?
Was ist das für ein Gamertag darüber? Keine Ahnung. Hier, die Röntgenbilder. Wir haben etwas Ungewöhnliches entdeckt und es genauer untersucht. Leider haben sie... Wir wissen schon, was jetzt kommt. Es tut mir leid, deswegen meine ich ja, ich sitze direkt an der Straße. Ist das jetzt hier gerade ein Helikopter, der hier fliegt? Nee, das war ein Motorrad, okay. Die Lungenkrebs im Endstadium. Das ist nicht schön zu hören. Also, ich finde sowieso, wenn man so solche Krankheiten erfährt und dass man krank ist, ist nie schön. Vor allem, wenn man dann so todeskrank auch ist. Ich finde, sehr viel Musik nimmt so die Folgen ein. So als Überbrückung ja, aber ich finde es ein bisschen zu krass. Was ich lustig finde, gerade jetzt zum Beispiel an dem Raum. Hier steht so ein Experimentiertisch, da ist ein Telefon an der Wand, wissen wir. Dann ist hier auch so ein Tisch, hier ist so eine Jukebox und hier ist einfach eine ganz weiße Wand. Also gar nichts. Finde ich ein bisschen übertrieben an den Raum, wenn der Satz so groß ist und an der einen Seite nicht steht. Stellt euch vor, das wäre in Realität so. Ich glaube, keiner würde eine Wohnung oder ein Zimmer so einrichten, dass an einer Seite gar nichts wäre. Ich hätte die Musik schon angefangen, während er die Nachricht bekommen hat. Die Musik ist von einer Lautstärke okay, aber vereinzelt, wie laut die Leute sind, ist ein bisschen schade. Jetzt guckt er erstmal nach oben und ist traurig. Ah, okay. Hab wieder diese tiefe Stimme. Sarane, du musst es tun, bevor es zu spät ist. Ja, ich erledige das noch. Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. War ich, dass der so tief gesprungen hat, denn... Oh, warte. Nicht erschrecken jetzt. Weil ich habe eine wirklich tiefe Stimme. Und ich weiß nicht, ob ich diese Stimme bin. Boah, Junge, Alter. Ich habe sehr lange nicht mehr diese Stimme benutzt. Ihr müsst wissen, ich habe diese Stimme irgendwann, wo ich so 14, 15 war, entdeckt, tatsächlich bei mir. Aber es geht halt wirklich insgesamt auf den Hals und insgesamt auf die Stimme, wenn man kurz so redet. Oh. Ja, Max. Ich hab's vergessen. Wow. Ich weiß es wieder. Oh, doch nicht. Achtet mal darauf. Erstmal sehr blaues Bild gerade. Achtet mal darauf, was ihr zwischen den Sätzen von Max hört. Achtet mal darauf, passt auf. Ja, Max. Ich hab's vergessen. Ich weiß es wieder. Oh, doch. Habt ihr es gehört? Da war ein Klicken. Man hat sein Mausklicken gehört, weil er irgendwie, keine Ahnung, auf den Satz klicken musste oder irgendwo aus Versehen raufgedrückt hat. Aber man hat genau da, hier wartet, ich spule nur ein bisschen zurück, ein Klicken gehört. Ich weiß es wieder. Oh, doch nicht. Ansonsten guckt euch die Folge an. Dann seht ihr das oder hört ihr das vielmehr. Alter, sehr laut. Wollen mich ja immer noch pranken. Da wollen mich doch immer noch zwei pranken, war das nicht so? Also den guten Herrn Wühn. Der Herr Wühn. Was passiert hier? Oh Gott! Also manche sind laut, manche sind leise. Ich bin leise. Wundert mich ein bisschen. Ach, das verstehen nur Punks. Und du bist anscheinend keiner. Was ist denn ein Punk? Hauptsache nicht antworten, was ein Punk ist. Okay, und einfach weggehen. Ey, wie geht's dir? Geht einfach weg. So völlig stupide einfach. Ich stelle dir eine Frage, nö, ich antworte nicht drauf. Ich gehe einfach weg. Okay, ich bin gespannt, was in Folge 3 passiert.
Ich finde schade, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich selbst so leise bin. Weil man kann die Audiodateien ja gut auch hoch pitchen und Lautstärke und dass alle auf dem gleichen Level sind und nicht irgendwie gleich leise, sondern gleich laut. Finde ich ein bisschen schade, weil es ist ja nicht so, dass ich Videos geschickt habe und er dann ja irgendwie das Audio daraus extrahieren musste, weil das mache ich ja zum Beispiel ja hier so mit Reactions ja eben, sondern ich habe ja eine, jetzt muss ich überlegen, eine MP3-Datei ja geschickt, also meine Audio, so Audiospuren ja eben, die ich ja hier eingesprochen habe. Hier gerade mein Mikro. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, ihr seht mein Mikro. Hier ganz leicht. Oder? Kann das sein? I don't know. Jedenfalls, das war die zweite Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht von der Geschichte. Also ein paar Sachen hat man schon so mitgekriegt. Herr Wühle soll geprankt werden. Außerdem hat, ich weiß jetzt nicht mehr die ganzen Namen, aber der eine hat jetzt ja Lungenkrebs. Ansonsten, Max beobachtet ja, war das jetzt Sarada? Ich glaube schon. Und Sarada trifft sich ja mit einem anscheinend Unbekannten. Ich glaube, ich bin es. Ohne jetzt so Spoiler vorwegzunehmen, aber ich weiß so ein bisschen noch was von der Story gerade. Aber ihr werdet es ja sehen in der nächsten Folge. Von daher schaltet unbedingt ein. Wenn wir Folge 3 reagieren, Kanal sowie dieses Video explizit sind unten in der Beschreibung verlinkt. Unbedingt dort einen Daumen nach oben da lassen und auch ein Abo. Aber auch selbstverständlich hier. Lasst einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Tag und Anpfiff, Abpfiff vor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal rein und tschüss.